Moin und willkommen bei Westmünsterland Barbecue. Heute kümmern wir uns mal um den Dutch Oven, auch kurz Dopf genannt, und zwar ums Einbrennen und so ein bisschen um die Restauration. Freut euch drauf! Ja, heutiges Thema. Ich habe ein paar neue Dutch Oven bekommen und die müssen wir nicht zwangsläufig einbrennen, aber wir brennen sie noch ein. Eigentlich steht in der Beschreibung drin, dass die schon eingebrannt sind. Aber ich habe hier mal zufällig einen da. So. Das ist jetzt einer von Barbecue Toro. Der ist jetzt noch nicht eingebrannt. Und wenn man den jetzt auswäscht, so wie es in der Beschreibung steht, und danach gegebenenfalls nochmal einbrennt, wird man feststellen, man hat, wenn man mit dem Lappen da durchgeht, durchaus noch ein bisschen schwarzes Pulver mit drin. Und das möchte ich gerne raushaben, und zwar komplett. Ich werde den einmal, da ich auch nicht weiß, mit was für Mitteln der eingebrannt wird, nochmal einmal wieder auf Grund bringen und dann neu einbrennen. Wie wir das machen, zeige ich euch gleich. Natürlich habe ich noch ein paar alte Dutch Ovens. Einen davon bekommt André. Ah, super. Ja. Komm, dass du einen kriegst, weißt du ja schon. Aber dass der so aussieht, auch nicht. Ja, total verrostet, was die Scheiße. Also, der stand jetzt hier ein paar Jahre lang rum. Ich habe auch noch einen anderen, den kriegt André dann auch. Aber den hier, den wollen wir ein bisschen wieder hübsch machen. Wie gesagt, der stand jahrelang jetzt hier draußen rum, ist dementsprechend schon ein bisschen angegriffen. Spinnenweben sind auch dran. Er sieht von innen so aus. Und da kümmern wir uns als erstes drum, damit wir nachher zusammen einbrennen können. Und den werden wir jetzt erstmal ordentlich ein bisschen ausschrubben. Damit wir das ein bisschen besser zeigen können, habe ich also hier draußen mal so ein bisschen was vorbereitet, wo wir dann auch das Ganze so ein bisschen machen können. Und zwar würde ich das eigentlich natürlich im Haus machen, aber jetzt, wie gesagt, hier draußen. Hier haben wir ein bisschen Spüliwasser, schütte ich ein bisschen was rein. Und dann habe ich hier so einen Stahlschwamm und damit scheuern wir jetzt erstmal den Rost richtig schön runter. Machst du richtig sauber für mich? Ja, ist gut. Warum machst du das eigentlich nicht selber? Damit man besser kann. Nee, glaube ich nicht. So, jetzt haben wir den also schon mal ein bisschen abgeschrubbt. Ich sag mal so, der grobe Rost ist jetzt erstmal weg. Und fühlt sich durchaus auch noch glatt an. Den spüle ich jetzt erstmal mit ordentlich Wasser ab und lasse das Ganze trocknen. Und ja, Mit dem Innenteil müssen wir genauso verfahren. Der wird jetzt auch erstmal ordentlich schön sauber geschrubbt. So, jetzt haben wir mal getauscht. Ja, ich muss ja die Hauptarbeit leisten. Ist ja auch deine. Ja, deswegen schrubbe ich den auch vernünftig ab. Ja, nicht, dass mir Klagen kommen. Ja, so muss das. Aber der sieht ja schon gleich viel besser aus. Den kriegen wir schon hin. So. So, jetzt haben wir beide, also Deckel und Topf, haben wir getrocknet und fühlen sich jetzt glatt an, sind auch sauber. Und jetzt können wir einölen. Das heißt, wir brennen jetzt gleich so eine Ölschicht hier ein und die bildet dann so eine schöne Anti-Haft-Beschichtung und schützt auch gleichzeitig den Dutch Oven. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Hier ist einmal so eine Paste von Barbecue Toro. Das ist Dopfwunder. Das ist, wie gesagt, so eine schöne Paste. Damit kann man das einbrennen und auch pflegen. Ich benutze es eigentlich in der Regel nur zum Pflegen und nicht zum Einbrennen. Hier haben wir nämlich nochmal so ein Öl. Das ist ein bisschen flüssiger. Funktioniert auch sehr gut. Wer das jetzt nicht hat, kann auch ein handelsnormales oder handelsübliches Sonnenblumenöl nehmen. Das werden wir jetzt mal machen. Ich schütte da einfach ein bisschen was rein, schütte hier oben auf den Deckel ein bisschen was. Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten, die wir nutzen können. Zum einen können wir Zewa nehmen und das verreiben. Was ich festgestellt habe, ist, dass immer so ein bisschen was von dem Zewa sich abbröselt, da die Oberfläche natürlich nicht so glatt ist. Deswegen kann man so ein Schwämmchen nehmen oder man nimmt einfach einen Pinsel, wenn man den hat, und verreibt das Ganze ein bisschen, nachher die groben, wenn jetzt noch irgendwo, ja, ich sag mal so Tropfnasen sind oder wenn noch irgendwo Öl steht, dann müssen wir das natürlich abnehmen, weil das sieht man sonst nach dem Einbrennen. Also sollte ein gleichmäßiger, dünner Film überall sein.
Ja, hier waren wir jetzt schon relativ großzügig. Mach das bloß vernünftig. Jawohl, Chef. Aber da können wir natürlich noch ein bisschen was für innen benutzen. So, dann nehmen wir uns doch noch ein bisschen Zewe und nehmen den Rest ab, damit es halt ein schöner, dünner Film ist. So haben wir den Deckel jetzt schon mal schön eingeölt und den können wir jetzt auch schon mal in den Grill stellen. Den habe ich schon mal heiß gemacht. Ich lege ihn immer auf den Kopf, damit alles, was möglicherweise noch zu viel ist, sich irgendwo sammelt, auch schön ablaufen kann. Wenn das jetzt im Innendeckel der Fall ist, da guckt man eher nicht so hin, da fällt das nicht so auf, aber wenn er von außen nicht schön ist, ist das blöd. Deswegen immer so, dass man den ablaufen lassen kann. Der Vorteil von so einem Pinsel ist auch der, dass man hier schön an diese kleinen Ecken rankommt und überall auf jeden Fall Öl hat. So, jetzt haben wir auch den schön eingeölt und der kann auch in den Grill. Ja, und den Grill, den lasse ich jetzt einfach ordentlich hochpowern und lasse das Ganze jetzt erstmal circa eine halbe Stunde einbrennen. Ihr seht das, es fängt irgendwann ein bisschen an zu qualmen, das hört dann auch wieder ein bisschen auf und dann brennt sich das Ganze so schön ein und sauber ist es. Nochmal zu unserem nagelneuen Dutch Oven. Den habe ich jetzt, wie gesagt, abgewaschen oder einmal ordentlich ausgewaschen mit Spüli. Und dementsprechend brauche ich jetzt eigentlich auch nur noch, wie vorhin mit dem anderen, das Ganze schön einölen. Und dann kann ich den einfach auch einbrennen. Rolf, kannst du mir eine Frage beantworten? Ja, bestimmt. Ich versuch's. Warum ist bei dem Deckel, also bei dem Dutch Oven Deckel, die eine Seite so dünn und die andere, bei dem Griff vom Deckel, die eine Seite so dünn und die andere dick? Das ist eine gute Frage. Ich habe keine Ahnung. Und das ist bei jedem Dutch Oven oder so, was ich so kenne. Ja, vielleicht ist das produktionsbedingt oder so. Ich weiß es nicht. Vielleicht wisst ihr es. Zu Hause schreibt es mir mal in die Kommentare, warum dieser Deckel oder dieser Deckelgriff tatsächlich an einer Seite dicker ist als an der anderen. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ja, der erste Dutch Oven ist schon komplett fertig. Er ist noch ein bisschen heiß, deswegen fasse ich den mal nicht ohne Handschuhe an. Was wir jetzt noch im Dutch Oven haben, sind so ein bisschen verbrannte Ölrückstände. Die putze ich jetzt einfach einmal raus, nehme also so ein Zewa. Und am besten noch einen Handschuh, wenn wir noch ein bisschen Restwärme haben. Und putzen wir einmal so da durch. Zumindest was die Innenseite angeht. Und da seht ihr schon noch ein bisschen Schmutz haben wir da drin. Was jetzt auch nicht weiter dramatisch beim Nahrungs- oder Lebensmittelzubereiten wäre. Aber wir putzen es einmal ordentlich sauber aus. Und dann können wir auch schon ein bisschen Öl dazu geben oder diese Pflegepaste. Völlig egal. Ich reibe das mal mit der Pflegepaste ein. Da haben wir schon einmal den Deckel mit sauber gemacht. Weil wir wollen natürlich jetzt auch noch von innen so ein bisschen, damit wir dann auch wieder wegstellen können, einmal komplett einölen. Der Vorteil von dieser Paste ist zum Beispiel, dass die nicht gammelig wird. Wenn ich jetzt stinknormales Öl benutze, das kann schon mal ranzig werden. Und dann fängt das an, im Dutch Oven echt unangenehm zu riechen. Und das passiert hiermit halt nicht, weil das speziell dafür entwickelt worden ist. Damit ich hab's probiert. Du hast, ja, du, der Honk da hinter der Kamera musste natürlich probieren, weil er gedacht hat, ach, vielleicht ist das ja Wachs oder irgendwelche... Ich weiß nicht, was drin ist, aber du bist mit dem Finger reingegangen und hast probiert. Schmeckt noch nichts, aber ich lebe ja noch. Ja, noch lebste. Mal schauen morgen. Also es ist auch schon wieder echt eine schöne Patina jetzt schon drauf.
schöne Schutzschicht, eine schöne Ölschicht. Das wird also auf jeden Fall, ich zeige es nochmal von innen, schön antihaft beschichtet sein. Wenn ihr noch euch erinnert, wie rostig das Ding vorhin war, da haben wir jetzt schon einen ordentlichen Unterschied. So, den Deckel haben wir auch. Von außen machen wir das Ganze auch nachher noch. Auch der Deckel sieht sehr, sehr schön aus. Und so, jetzt kriegst du quasi 9 fertig eingebrannten Dutch Oven. Damit das Ganze so gut wie möglich, gerade wenn man Öl benutzt, empfiehlt sich das, hier noch ein Zewa reinzulegen, damit das also auch ein bisschen Öl aufsaugt, ein bisschen Feuchtigkeit, die möglicherweise reinkommt, aufsaugt. Wenn man möchte, kann man sich auch noch sowas falten und so über den Deckelrand legen. Dadurch, dass du das Ding gleich mitnimmst, lassen wir das mal einfach so. Und so haben wir deinen Dutch Oven also auf jeden Fall schon mal restauriert und damit kannst du jetzt arbeiten. Vielen Dank. Nachdem wir von außen noch einmal eine schöne kleine Schutzschicht dran gemacht haben und dann ist er fertig. Ja, und hier im Grill ist noch der große Dutch Oven. Der ist jetzt auch soweit fertig eingebrannt, es qualmt nicht mehr und er sieht also wirklich, er glänzt schön, schwarz, tiefschwarz und ja, wir können den Grill ausmachen. Dann kann das Ganze auch abkühlen und dann machen wir das Ganze genauso, sprich einmal schön einölen und dann können wir den wegstellen. Übrigens, kleines Fun Fact zum Thema Dutch Oven, oder nicht Fun Fact, sondern tatsächlich Fact, der Name Dutch Oven kommt nicht daher, weil die Niederländer oder Holländer, wie es ja auf Englisch Dutch heißt, entwickelt haben, sondern es gab tatsächlich eine Ausländergruppe, eine Auswanderergruppe aus Deutschland. Gut, es waren auch Niederländer mit dabei, also quasi hier aus dem Grenzbereich, die nannte sich Pennsylvania Deutsch. Und die Gruppe gibt es immer noch in den USA und hat sich auch noch relativ gut erhalten. Und diese Gruppe hatte diese gusseisernen Töpfe damals schon, mit denen sie gekocht hat, über Feuer. Und ja, der gemeine angelsächsisch sprechende Mensch hat natürlich Deutsch nicht wirklich sprechen können und hat deswegen Dutch gesagt. Und darum, eigentlich müsste es heißen Deutsch Ofen oder Ofen, aber daraus geworden ist Dutch Ofen. Klugscheißer-Modus aus. Ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen geholfen. Ist natürlich in erster Linie auch gerade für Anfänger geeignet, die jetzt sich so ein Ding zum ersten Mal gekauft haben. Aber auch wenn man jetzt nicht weiß, ja, ich habe jetzt schon so ein Ding und das steht irgendwo länger rum und es ist rostig, könnte natürlich dann auch genauso verfahren. Somit für jedermann geeignet. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal, falls noch nicht geschehen, und hinterlasst mir einen freundlichen Kommentar. Bis denn. Tschüss.